Beerbach, ein kleines Dorf im Nürnberger Land und Mittelpunkt einer Pfarrgemeinde, die 7 Dörfer und 2 Weiler umfasst. Diese wurde bereits im Jahr 1521 als wohl eine der ersten Pfarreien Bayerns evangelisch-lutherisch. Etwa 300 Meter außerhalb der eigentlichen Siedlung wartet das Dorf mit einem ganz besonderen Ensemble auf, das neben den Kirchgängern allwöchentlich zahlreiche Ausflügler aus nah und fern anzieht. Der Pfarrhof besteht aus dem ehemaligen Schulhaus, in dem heute die Gemeinderäume untergebracht sind, dem stattlichen Pfarrhaus aus dem Jahr 1734 mit seinen Wirtschaftsgebäuden und der ehrwürdigen Pfarrkirche St. Ägidien, einem besonderen Juwel. Diese ersetzte im Jahr 1498 eine dem heiligen Nikolaus geweihte Kapelle, deren Grundstein nahe der Nikolausquelle gelegt wurde, die gleich hinter der Kirche entspringt und deren Wasser im Mittelalter heilende Wirkung zugesprochen wurde. Gott allein die Ehre. Mit diesen Worten werden Kirchgänger und Besucher begrüßt, wenn sie die Kirche durch das Turmportal betreten. Gleich ins Auge springen die 6 stattlichen Pfeiler, die die gotische Hallenkirche in 3 Schiffe gliedern. Der Hochaltar entstand im Jahr 1505 und stammt aus der Werkstatt von Michael Wohlgemuth, dem Lehrmeister von keinem geringeren als Albrecht Dürer. Die geöffnete Schauseite zeigt im Zentrum als Holzplastik Maria mit dem Kind, dem kleinen Herrgott von Beerbach, der auch eine der neu gegossenen Glocken ziert. Doch dazu später mehr. Genießen wir zunächst noch ein wenig die Ruhe, die der Kirchenraum ausstrahlt. Wer sich im Frühjahr 2021 nach Beerbach aufmachte, erlebte die St. Ägidienkirche als Baustelle. Die Witterung hatte dem Turmdach schwer zu schaffen gemacht. Eine umfassende, mehrere Monate andauernde Sanierung stand an. Im Zuge der Reparaturarbeiten gab es auch einen Abschied. Das bisherige Geläut, das am Anfang des Films ertönte, gehört nunmehr der Geschichte an. Die beiden 1951 in Dienst gestellten Eisenhartgussglocken wiesen irreparable Schäden auf und mussten ausgetauscht werden. Mit ihnen wich auch der Stahlglockenstuhl aus der Nachkriegszeit. Er übertrug ungebremst das Schwingen der Glocken auf das Mauerwerk des Turms. Vom alten Geläut blieb lediglich die älteste, kleingescheiter Glocke aus dem Jahr 1695 erhalten. Sie allein besteht aus Bronze und wurde im Jahr 2019 in einem aufwendigen Verfahren restauriert. Künftig versieht sie ihren Dienst als Vaterunser-Glocke in jedem Gottesdienst. Ja. Ja, war da halt gute Investition, ne?
Die ausgediente große Stahlgussglocke hat ihren Platz zwischen Gemeinde und Pfarrhaus gefunden und begrüßt den Besucher mit den Worten: Er ist unser Friede. Auf einen Abschied folgt immer auch ein Neubeginn. Dass eine Gemeinde zweimal innerhalb eines Jahres die Weihe neuer Glocken feiern kann, ist etwas Einmaliges. So geschehen am 5. September 2021 in Beerbach. Nachdem am Pfingstsonntag schon die neuen Glocken in Neuenhof eingeweiht worden waren, konnten nun am Kirchweihfest in Beerbach die neuen Glocken von St. Ägidien in einem Festgottesdienst dem liturgischen Dienst gewidmet werden. Empfangen und montiert wurden diese am 1. und 2. September. Als erstes erhält die neue mittlere Glocke 2 Einzug in den Kirchturm. Ihr Spruch aus Psalm 36: Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht, erinnert an die Nikolausquelle. Dieses Thema fasst auch das Bild auf, das die Glocke ziert. Es ist den realen Taufstein der Pfarrkirche nachempfunden. Daneben zeigt sie auch den heiligen Ägidius, den Kirchenpatron. Die 580 Kilogramm Bronze ertönen als eingestrichenes Ass. Der dreimalige Anschlag vor dem Einzug in den Turm ist eine schöne Tradition und erinnert an die Trinität Gottes. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nun folgt die größte der neuen Glocken, die sogenannte Dominica. Sie ist ganz Christus gewidmet, wovon auch der Spruch aus dem Hebräerbrief: Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit kündet. Sie zeigt Christus als Allherrscher mit der Weltkugel in der Hand. Ein Motiv, das einem Fresko in der Kirche nachempfunden ist. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man den schon zu Beginn erwähnten kleinen Herrgott von Beerbach. Neben ihrer Aufgabe als Sonntagsglocke wird sie auch als Totenglocke ihren Dienst versehen. Sie wiegt 979 Kilogramm und bildet die Basis des neuen Geläuts. Mit 480 Kilogramm ist die Glocke 3 die kleinste Glocke des neuen Geläuts. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Dieses Bibelwort aus der Offenbarung hat einen engen persönlichen Bezug zu ihrem Stifter, Friedrich Bayer aus Neuenhof, der auch auf der Glockeninschrift genannt wird. Zusammenklang entfalten die neuen Glocken ihre volle Harmonie und sie strukturieren die Zeit. Sie erinnern daran, dass die Zeit vergeht, dass die Zeit Gottes Zeit ist, die er uns zum Leben gewährt und dass sie begrenzt ist. Das Geläut erinnert uns an Gott, an den Gott, in dessen Händen unsere Zeit steht.